Glaube, Liebe, Hoffnung, Gott macht mich frei. Glaube, Liebe, Hoffnung, ich bleib dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserer Reihe Gesichter der Christuskirche. Wussten Sie, dass dieses Zeichen hier in ganz Deutschland steht für offene evangelische Kirchen? Mit der schönen Farbe Lila treten Sie ein, unsere Kirche ist offen. Zum Glück hat sich meine Interviewpartnerin für heute auch für den Innenraum der Kirche entschieden, weil es inzwischen ganz schön frostig geworden ist. Aber lassen Sie sich zunächst einmal überraschen von einem neuen Musikstück unseres Kirchenmusikdirektors Christoph Emanuel Seitz. Ja, Juliane, zum Glück, wir treffen uns hier in der schönen, warmen Kirche. Und Juliane Hörl hat sich diesen Ort hier ausgewählt. Ganz speziell, natürlich passend auch zur Kirchenjahreszeit. Richtig, die Christuskirche ist meine Heimatkirche. Ich bin tief verwurzelt in der Christuskirche. Meine Eltern haben hier schon geheiratet. Ich bin hier getauft worden, auch im tiefsten Winter. Am Tag vorher war Eisglätte. An meiner Taufe flog hier durch die Kirche ein kleiner Schmetterling sogar durch. Er ist fotografisch. Hast du das mitgekriegt? Nein, aber er ist fotografisch festgehalten. Und ich bin hier in Kindergottesdienst gegangen und konfirmiert worden. Also ein Kind der Christuskirche, kann man sagen. Richtig. Was ja gar nicht so selbstverständlich ist, weil ja viele Evangelische auch der Christuskirche zugezogen sind. Manche gar nicht sogar zur internen Gemeinde gehören hier in der Christuskirche Innenstadt. Genau. Aber du bist ein Kind der Christuskirche, kann man wirklich so sagen. Ja. Ja, und auch aktiv inzwischen schon in mehreren Abschnitten im Kirchenvorstand. Hast da verschiedene Dienste. Genau, also ich bin seit 2012, also jetzt die zweite Wahlperiode im Kirchenvorstand. Mhm. Ich bin seit einigen Jahren stellvertretende Vertrauensfrau. Ich übernehme natürlich im Gottesdienst verschiedene Aufgaben, wie jetzt gerade Hygieneteam, Betreuungsdienst, Lektorendienst, Abendmahlsdienst und ja, diverse andere Tätigkeiten. Genau. Bist fest verwurzelt mit Olaf Nowak zusammen auch in der Verantwortung für diese ganz verschiedenen Aufgaben hier in der Christuskirche. Ja, und dein Schwerpunkt liegt ja auch gewissermaßen im Bereich der gemeinschaftsfördernden Maßnahmen hier, würde ich sagen. Richtig. Also offizielle Aufgabe im Kirchenvorstand ist noch der Kindergartenausschuss, den ich auch schon als Kind besucht habe. Also ich kenne auch schon den Kindergarten von früher. Auch von der Dinglerstraße. Da bist Richtig. Du selber zu Mit Petra Bauer, genau, die kenne ich von damals auch noch. Wie war deine Kindergartenleiterin? Oder war damals schon Leiterin. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob sie wirklich meine Erzieherin war. Ich glaube, das jetzt nicht mehr unbedingt. Aber ich kenne sie von damals schon. Und ich bin eben auch praktisch in der Gemeinde für verschiedene Tätigkeiten verantwortlich, zum Beispiel Kirchenkaffee, der leider gerade nicht stattfinden kann. Mit Deswegen der Tasse, ist die Tasse direkt aufs Leer. Das Zeichen der Christuskirche, Richtig. Also unsere Scheibe hier, unsere Gottesdienstscheibe, genau. Ist darauf zu sehen. Die gab es 2000, als die Kirche umgebaut wurde, wurden diese Tassen praktisch verkauft. Genau, und wir haben noch Restposten. Leider kann er gerade nicht stattfinden, der Kirchencafé, aber ich bin natürlich nicht die Einzige, die für den Kirchencafé zuständig ist. Wir haben ein ganzes Team und man kann da gleich ein paar Meter rübergehen ins Gemeindehaus und das ist ja so wichtig, dass einfach über den Gottesdienst hinaus Beziehungen gepflegt werden können. Und vor allem, was so wichtig ist, dieses Ungezwungene, dass man sich eben nicht anmelden muss, man kommt einfach nach dem Gottesdienst, wenn man Lust und Laune hat, zum Kirchencafé, trifft alte Bekannte, neue Bekannte, man vertieft die Gespräche aus dem Gottesdienst oder ganz andere Themen werden dann nochmal aufgefahren. Ja. Und das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig, der Kirchencafé. Ja, sehe ich genauso. Und wir freuen uns drauf, wenn es wieder endlich möglich sein wird, Kirchencafé zu feiern. Richtig. Ja, wir haben uns gerade unterhalten über deinen Beruf, der jetzt gerade in der Corona-Zeit auch vor großen Herausforderungen steht.
Ja, also ich bin Lehrerin hier in der Stadt an der Förderschule und bunte Mischung, also wie halt unsere Gesellschaft auch zusammengewürfelt ist, ist auch meine Klasse oder sind unsere Schüler zusammengemischt. Und es ist natürlich auch in der hetzigsten Zeit nicht unbedingt einfach, da zu unterrichten. Es macht aber Spaß, aber es bietet eben täglich auch ein neues Potpourri an Situationen, auf die man sich dann spontan einlassen muss und die man spontan lösen muss. Es sind ja vielfach auch Familien aus dem sozialen Randbereich und da kommt es ja auch die Persönlichkeit der Lehrerin ganz besonders an. Wie versuchst du als Christin sozusagen in deinem Beruf, deinem Glauben Ausdruck zu verleihen? Also ich bete mit meinen Schülern jetzt nicht. Dafür haben wir einfach ein zu großes Sammelsurium an verschiedenen Religionen und den konfessionellen Einstellungen. Aber für mich ist eben auch im sozialen Miteinander diese der Grundethik, die bei uns in den 10 Geboten verankert sind, die ist eben ganz, ganz wichtig. Und das, finde ich, ist auch dieses Interreligiöse. Das ist für jeden Menschen wichtig. Du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und dieses ehrliche Umgehen miteinander, zu sagen, okay, das mag ich jetzt gerade, das mag ich nicht, wie können wir das jetzt lösen, das finde ich eben ganz wichtig. Und da sind ja diese Grundethik, die bei uns im christlichen Glauben in 10 Geboten verankert ist, ist für mich da einfach das grundlegende das Element. Das Grundgerüst, was du auch versuchst, durch dein eigenes Leben auszustrahlen. Ja. Aber natürlich auch in der jetzigen Zeit, natürlich kommen die religiösen Feste, die einfach im Jahreskreislauf widerspiegeln, die feiern wir auch. Natürlich versucht manchmal ein bisschen allgemeiner zu fassen, aber die Kinder lieben die Geschichten. Lieben die Geschichten, und die auch zu den Festen gehören. Genau, richtig. Und die Rituale auch die eben auch. Die biblischen Geschichten, die dazu gehören. Ja. Und, und eben auch das Ritual, eine Kerze in der Adventszeit anzuzünden, ein paar Bräuche auch zu erklären, was hat es damit hinter auf sich. Jawohl. Du hast noch einen Gegenstand mitgebracht, Juliane. Ja. Wenn du den mal kurz zeigst, eine Weltkugel. Ruhig ein bisschen höher halten, Ja. Also die Weltkugel ist so ein bisschen, also ich reise erstmal unheimlich gerne und ich bin seit etlichen Jahren, ich weiß nicht mehr wie lange, mit im Team vom Weltgebetstag. Ja. Und da wird ja jedes Jahr ein Land extra vorgestellt. Die Frauen aus dem Land, die haben die Weltgebetstagsordnung, den Gottesdienstablauf sich überlegt, haben Lieder zusammengesucht. Und ich stelle meistens im März eben, an dem ersten Freitag im März, das Land vor. Und das ist immer sehr spannend, weil natürlich sind auch Länder dabei, die kennt man. Aber vor 3 Jahren war Suriname, also auch Südamerika dabei, kennt man eigentlich nicht. Nächstes Jahr, 2021, ist Vanuatu dabei, in der Südsee. Ein Inselstaat, von dem wir im Prinzip gar nichts hören. Die Frauen bereiten das praktisch vor. Genau, richtig. Die versuchen, die Probleme, die es in ihren Ländern gibt, immer damit wieder zu thematisieren. Es ist natürlich grundlegend schon auch oft ähnlich Problematiken da, aber es ist einfach hochspannend. Und dieser Gedanke, dass an diesem Tag im März dort auch oder weltweit alle Frauen praktisch diese Weltgebetstagsordnung beten, das finde ich schon spannend. Ja. Das bringt eine ganz wesentliche Dimension unseres Glaubens zum Ausdruck, der ja wirklich global ist. Wir sind betend vereint mit allen Menschen auf dieser Erde. Genau. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Bitte schön. Dafür, Juliane, für das Interview und wünsche dir weiter Gottes Segen und Kraft in deinem Dienst als Vertrauensfrau, vertretende Vertrauensfrau im Kirchenvorstand, eine gesegnete Adventszeit. Dankeschön. Dankeschön. Thank you.
hatte gerade noch die großartige Idee, die Weltkugel doch hier in das Taufbecken hineinzulegen. Es passt einmal sehr gut von der ganzen Formung her, aber bringt zugleich zum Ausdruck, dass das Christentum von Anfang an weltweit ausgerichtet gewesen ist. Der Auftrag Jesu lautet, gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch aufgetragen habe. Das Christentum ist weltweit aufgestellt. Die Taufe gilt in allen Kirchen, orthodoxen, katholischen, evangelischen, rund um den Globus herum. Und zugleich tragen wir Verantwortung für unsere Geschwister auf der ganzen Welt. Gestern am Sonntag, im ersten Advent, wurde die Aktion Brot für die Welt eröffnet. Dies drückt aus, was unsere Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass unsere Geschwister auch in der Ferne genug haben zum Leben, Obdach, Essen und Trinken. Auch das zu bedenken, gehört in die Adventszeit. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventswoche. Glaube, Liebe, Hoffnung, Gott macht mich frei. Glaube, Liebe, Hoffnung, ich bleib dabei.